fast euch mit so einem dreckigen Raketenwerfer, Alter. So, aber wir plündern noch dein Zuhause. Goldstaub. 10.000 wert. So. Das war's mit der letzten Loginus-Mission. Dafür bekommen wir nichts. Die hier müssen wir irgendwann jetzt noch machen. 4 von 4. Yogi und Reggie haben sich gerade noch nicht gemeldet. 2 Shangri-Las müssen wir noch machen. Eine Festung, einen Außenposten und ein paar Kampagnenmissionen, aber das kriegen wir auch noch hin. Als nächstes würde ich mich versuchen an... So einen Konvoi könnten wir machen, aber wozu? Weil es eh nichts bringt, gefühlt. Wir hätten noch ein paar ganz Festungen. Das Problem hier dran wird, glaube ich, sein, dass wir hier nicht drauf kommen. Hier vielleicht. Da so. Aber wir werden hier nicht drauf kommen. Es sei denn, wir nehmen uns einen Gyrokopter. Der wäre... Mal Filter. Gyrokopter. Hier ist keiner in der Nähe. Ich gucke gerade an den Außenposten. Ob da einer wäre. Ja, nee. Guck mal in der Weltgeschichte allgemein. Ah, ich glaube, wir können noch Zuhausegeld ausgeben. Warte mal. Lass mich mal ganz kurz nach Hause fahren. Und da gibt es ja diesen Verbesserungsshop hier um die Ecke links. Hallo? Hier können wir noch ein bisschen. Kumpel. Ah, ne, Koppel. Ich habe erst gelesen, Kumpel ist so, hä? Wie? Kann ich mir jetzt hier auch Freunde kaufen? Halten zum Kaufen, verkaufen. So, da haben wir noch Garten. Siehst du, daran habe ich gar nicht gedacht, dass das noch. Ja, aber wenn wir alles haben, ne? Okay, was ist das andere? Eine Tankstelle oder was? Kann schon sein. So, jetzt sind wir gleich nicht mehr Millionär. Guck mal, dafür wenigstens ein Achievement hier, dass man alles gekauft hat. Ich meine, verkaufen. Wir können hier nichts mehr verkaufen. Wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? 600.000 Kyrati. Fähigkeiten. Können wir immer noch irgendwas ausgeben? Aber nein, können wir nicht. Wir haben alle Fähigkeiten gelevelt, die es aktuell zu leveln gilt. Das Einzige, was noch fehlt, ist Mission Wahrheit oder Gerechtigkeit. Mission Vergeltung. Wirkungsdauerboost, den können wir nicht, weil wir Jagdspritze 2 dafür benötigen. Und dafür benötigen wir die anderen Dinge. Und der Tiger. Wenn ein Bombenmensch. Achso, Granaten-Takedown. Na gut. Ja... So allgemein können wir auf der Karte jetzt markieren. Haben wir schon markiert. Und dann können wir mal auskundig machen, sage ich mal, wie die Festung aufgebaut ist, / wäre. So. Was denn jetzt? Hallo?
Oh Gott. Ich will nur über diesen scheiß Berg hier. Digga, wird mir das jetzt... Wird mir das jetzt verwehrt, dass ich nicht über diesen... Digga, das, wir haben doch den Norden jetzt erobert. Also nicht... Also, naja, ein Außenposten fehlt noch. Aber what the fuck, Alter? Ist das denn Pilz? So, hier haben wir noch Rot. Hier ist noch Blau. Hier ist noch Blau. Oh ne, das ist kein Blau mehr. Ja gut. Da müssen wir jetzt ernsthaft hier rumfliegen und dann... Oh Gott. Na gut. Dann müssen wir das halt machen. Oh, Entschuldigung, hab Waldbrand ausgelöst. Gut, dann fliegen wir einfach. Nö, was ich nicht. Ich würde mich weigern. Gott verärgern, ganz ehrlich. Stell dir mal die Oberkörper der Leute von Pirat vor. Ich meine, wir hätten alle so krasse Brustmuskeln und Trizepse und Bizepse. Und definitiv würde dabei eine definierte Forschung rausspringen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso ich das sage. Vielleicht, weil ich gerade dieses Poster von Jean-Claude Van Damme anschaue. Ich muss echt was für meinen Körper tun. Das ist schon eine geile Frage. Was ist das hier? Das war eine rhetorische Frage, Toto. Erstmal alles anzünden. Sag mal, hast du nicht gespeichert, dass ich die Festung hier markiert habe? Oh, jetzt wird's richtig übel. Alter, den haben wir direkt gekillt, Alter. Nein, ich würde mich weigern, Gabi Rayvana. Man will schließlich keinen Gott verärgern, ganz ehrlich. Stell dir mal die Oberkörper der Leute von Pirat vor. Ich meine, wir hätten alle so krasse Brustmuskeln und Trizepse und Bizepse. Ich glaube, Gabi Rayvana ist gar nicht böse, aber ich glaube, der ist schwul. Der hat so krasse Trizepse und der hat auch schon mal irgendwie sowas erwähnt. So. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Ich würde vorher noch gerne...
Hallo, mein Freund. Ich weiß, ich störe dich gerade in deiner Pause. Darf ich dir ein bisschen Scheiße anbieten? Stets ein guter Kunde. Weiß ich. Und weiter geht's. Und falls mal die Frage aufkommt, natürlich, also sicherlich werden wir auch irgendwann nochmal Far Cry, also ich zum, ich glaube vierten Mal oder so, Far Cry 5 spielen. Und dann im Anschluss direkt Far Cry New Dawn. Das möchte ich nicht ausschließen. Das möchte ich nicht ausschließen, dass das passieren wird. Nicht mein Krieg. Okay, wir sehen die Festung. Die Frage ist nur, wo wir da am besten anfangen. Natürlich beim Anfang, aber wir müssen ja, oder ich will ja eine erhöhte Position haben. Ich glaube, die hätte ich sogar hier. AJ, hab gehört, dass du in der Nähe von Radgard bist. Sei vorsichtig. Solange Pagan lebt, ist diese Festung so gut wie uneinnehmbar. Das werden wir noch sehen. Aua. Hallo, was ist denn auch davon? Ganz wichtig jetzt. Bewaffnet, muss man einfach sagen. Ja. Absolut. Sehe ich völlig ein. Der war daneben gesetzt. Völlige Bestrafung. Ja. Ich helfe euch sogar. Alter. Hinrichtung einfach. Hinrichtung. Hä? Hä?
Wir haben noch... Warte mal. Wir haben noch gespeichert. Warum? Hallo, renn doch mal. Hallo, kannst du auch rennen? Hast du das Rennen verlernt, Junge? Alter. Okay, dann versuchen wir es von der anderen Seite des Berges. Das wird zwar, ich sag jetzt mal, ein bisschen übler, aber gewährt uns mehr, ich möchte nennen, Angriffsmöglichkeiten. Dazu müssen wir aber erstmal den Weg hier freiräumen. Darüber. Ohne dass ich von feindlichen Soldaten irgendwie halbwegs gesehen werde, weil die kommen dann zu meiner Position und gefährden meine Operation nur weiter. Weil wozu sollte es sonst hier eine Erhöhung geben? Wenn nicht, um die Festung angreifen zu können. AJ, hab gehört, dass du in der Nähe von Rajgard bist. Sei vorsichtig. Solange Pagan lebt, ist diese Festung so gut wie uneinnehmbar. Kein leichtes Ziel, möchte ich sagen. Schüsse müssen sitzen, deswegen sind wir gerade sehr vorsichtig, was vielerlei Themen betrifft. Einen Schuss daneben platzieren und die wissen gefühlt sofort, wo wir sind, weil wir stehen hier sehr weit offen. Oh, das war knapp. Oh, das war richtig knapp. Okay, da drüben ist noch ein Dicker. Jetzt die Mörser besetzt, ist ganz schwer.
nicht in der Nähe der Festung. Bist du behindert oder was? Okay, hier ist ein Minenfeld. Frage ist. Wir sind noch vier Gegner mindestens. Wie kommen wir hier am besten rein, ist die Frage. Bei Kletterstein geht es nicht wirklich. Problem. Weil wir kommen hier nirgends hoch, ohne dass die Tore vielleicht geöffnet werden. Hier ist doch alles gut, oder? Ah, fuck. Aber das ist der letzte Mal, glaube ich, oder? Nee. Wenn ich die Fette noch einen Schritt weiter, tötet die Geißel! Junge, wie viel steckst du ein? Ich hab grad ganzes Magazin auf dich geballert! Ich hab ein ganzes Magazin auf dich geballert, du dummer Pisser, Alter! Boah, leck mich am Arsch! So, warte mal, der ist so circa. Das ist so die einzige Möglichkeit hier. Dann werden wir hier. Was? Das war ein Bug, oder? Das war sowas von ein Bug.
ist da hinten, kommen wir nicht an den Rand. An den kommen wir allgemein nicht so wirklich ran, ne? Das ist, kann man das Tor aufspringen? Das ist die Frage, die ich gerade habe. Das war mal wieder klar. Können wir das noch Tor niedersprengen? Was denn jetzt? Auf die Scheiße keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich zwinge mich hier, dieses Spiel zu spielen, obwohl ich selbst keine Lust gerade drauf habe. Absolut keine. Und dann sind wir gerade dabei, die letzte Festung, den letzten Gegner auszuschalten wollen. Und das Spiel denkt sich, nö, ich crash jetzt. Das macht keinen Spaß mehr. Dieses Let's Play ist an der Stelle abgebrochen. Das nächste Let's Play werdet ihr dann sicherlich die Tage sehen. Mal gucken, auf was ich Bock habe. Auf Far Cry 4, das hat sich gerade persönlich bei mir verscherzt. Wirklich, ich bin so am Punkt, ganz minimal, wo ich sage, okay, alles klar, das lasse ich noch mit mir machen. Ja, aber ständig Probleme. Ja, ich bin sowieso schon die ganze Zeit angepisst, weil die Soundkarte andauernd Probleme macht bei mir, ja. Dann kommen noch Probleme nicht nur vom Ton dazu, sondern allgemein von den Spieleinstellungen. Ich hatte mit dem Controller je Ewigkeiten Probleme, den zu verbinden und Ewigkeiten. Ja, dann siehe die Longinus-Mission jetzt diese Folge. Nee, Digga, ich hab auf die Scheiße keinen Bock mehr. Ich hab auf die Scheiße keinen Bock mehr, mich ständig verarschen zu lassen von Ubisoft Game. Ja? Wir werden sicherlich Far Cry 4 irgendwann nochmal weiterzocken, bevor ich mit Far Cry 5 oder Far Cry New Dawn anfange. Aber die Scheiße gebe ich mir jetzt gerade nicht. Das ist mein Urlaub und ich möchte gute Laune haben. Auf Wiedersehen. Tschüss.